mein Name ist Katharina. Ich promoviere hier an der LMU in Kunstgeschichte. Ich habe mir jetzt den Hauptgebäudeguide geschnappt und mache mit euch mal eine kleine Tour. Die Fassade, so wie wir sie kennen, war eigentlich nicht ursprünglich so geplant. Heute ist die Fassade weiß, aber eigentlich wurde sie von Friedrich von Gärtner mit bunten Elementen geplant. Aber Ludwig I. war dann doch dagegen, weil die Farben witterungsunbeständig waren. Wow, was für ein Wahnsinnsraum. Ich stehe jetzt hier in der großen Aula. Die wurde von Friedrich von Gärtner eigentlich ursprünglich ganz anders konzipiert und von German Bestelmeier, als er die LMU umgebaut und erweitert hat, neu gestaltet. Und diesen Originalzustand, den sehen wir eben heute noch. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, was hier eigentlich auf den Mosaiken zu sehen ist, in der Mitte ist Helios, der Sonnengott, auf seinem Wagen vor einer Himmelsscheibe, flankiert links von Wahrheit und Weisheit und rechts von Kraft und Schönheit. Darunter ist eine ganze Reihe an Büsten und das sind die bayerischen Herrscher. Ein ganz besonderer Hingucker ist natürlich die astronomische Uhr hinter mir. Aber überall in diesem Raum befinden sich auch weitere griechische Elemente, wie zum Beispiel die Karyatiden. Das sind weibliche Figuren, die als Stützelemente fungieren. Diese Tafel erinnert daran, dass nach Kriegsende hier die bayerische Verfassung verabschiedet wurde. Dieser Raum wurde gewählt, weil er der einzige war, der im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde, in ganz München und die passende Größe hatte. Und jetzt geht's weiter zu einem etwas unbekannteren Ort. Ein bisschen versteckt liegt der Eulenhof. Hier lernen auch ganz gerne die Studis. Aber wofür steht eigentlich die Eule? Der Eulenhof ist benannt nach dem steinernen Pavillon, den ebenfalls der Architekt Bestelmeier schuf. In seiner Mitte ist ein Brunnen mit der Eule der Minerva zu sehen, dem Symbol für Weisheit. Die Decke ist mit Tierkreiszeichen geschmückt. Sie stammen allerdings aus dem Jahr 1955 und wurden von dem Münchner Maler Wilhelm Braun gestaltet. Ich stehe jetzt hier im Lichthof, eigentlich der Kern des heutigen Hauptgebäudes, aber so sah es hier nicht immer aus, denn unter Ludwig I., das war eigentlich der erste Bauherr hier, hörte das Gebäude hier schon auf und German Bestelmeier war dann der Architekt des Lichthofs, denn unter Prinzregent Luitpold vervierfachten sich die Studierendenzahlen und deshalb musste ein größerer Bauherr. Dank der Weißen Rose wurde der Lichthof zum Ort des Widerstands gegen das NS-Regime und hier befindet sich nicht nur das Museum zur Weißen Rose, sondern die Geschwister Scholl haben hier oben auch die Flugblätter abgeworfen. Wow, es gibt noch so viel zu sehen. Ich gehe mal weiter auf Entdeckungsreise.